Dann starten wir jetzt. So. Sehr gut. Mit dem Pro Controller funktioniert das Ganze leider nicht. Gut. Ja. Möchtest du diesen Controller benutzen? Jawohl. Ja. What the fuck? Okay, ich schalte mal die Alerts aus. Ein Follower-Bot. Oh mein Gott. Warum jetzt gerade beim Start? Warum jetzt gerade beim Starten einfach. Holy shit, ich weiß gerade nicht, wie viele Follows das sind. warte mal. Das waren gerade fast 200 Follows, gell? Meine Güte. Die verschwinden meistens eh wieder. Ich weiß eh, man kann die auch entfernen, gell? Gut, egal. Komm, spielt Tommy Pokémon, geht der viral. So, wir wollen natürlich auf Deutsch spielen. Spiel starten, jawohl. So. Professor Eich, hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Lang nicht mehr gesehen, Professor Eich. Ungefähr 20 Jahre. Freut mich, dass es dich noch gibt. Was stimmt denn mit solchen Leuten nicht? Ah, keine Ahnung, aber. Ist halt so. Das ist halt jetzt auf Twitch so, ne? Wie ist der Sound? Ist der Sound okay? So. Falls das Spiel lauter oder leiser machen soll, einfach Bescheid sagen. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander leben. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter. Habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir erstmal etwas über dich. Wie siehst du eigentlich aus? Kein Bart. Viel sad, man. Domi, ich habe dich schon gefragt, ob du ein Elgato Wave 3 kaufen magst für kleine Münze. Elgato Wave 3? Das ist so ein. Ah, okay, das ist ein Mikrofon. Na, das brauche ich nicht, aber danke dir. Danke dir. Ich bin mit meinem Mikrofon eigentlich zufrieden. Ich habe noch so ein Kondensator-Mikrofon, noch so ein anderes als Reserve. Ich bin eigentlich ausgerüstet. Danke dir, Petra. Tacken leiser, maybe. Das Spiel. Echt jetzt? Wir schauen dann später. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich will da jetzt nicht so rumpfuschen.
Ah, okay, man kann sich aussuchen, hier weiblich oder männlich. Wir spielen männlich. Was machen wir einen? Was machen wir für einen? So ein Blondschopf oder so ein Typ oder vielleicht ein bisschen dünkler. Also zu mir würde eher das passen. Von der Farbe. Von der Hautfarbe. So richtig schön Kellerbräune, ne? Ich mach das. Wir machen den Standardtypen. Und ich nenne mich nochmal Schnitzel-Imperator. Das wäre dann immer. Oder einfach nur Imperator. Habt ihr irgendwelche Namensvorschläge? Oh mein Gott, warum frage ich euch überhaupt? Aber ich glaube, das kommt ganz gut, Schnitzel-Imperator. Wenn man dann. Ah nein, das geht nicht! No! Ein Schnitzelkaiser würde auch nicht gehen, schade. Soll ich Tommy machen? Geht schon, machen wir Tommy. Troll mal nicht rein. Dann troll mal nicht rein. Wer ist nur dieser Tommy? Alles klar, der Name ist also Tommy. Ja. Aha. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Klar kennst du ihn. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Wie heißt er noch gleich? Das ist gut, ja. Diesel. Es ist Diesel. Machen wir Diesel? Wind Diesel? Oder? Ich finde Diesel ganz gut. Muss ich ehrlich sagen. Diesel ist ganz gut, ja. Passend zum Emote. Er ist zwar nicht so pink, aber ist okay. Er heißt also Diesel. Oh ja. Oh ja. Das war schon immer mein Rivale. Natürlich, das ist Diesel. Wie konnte ich das vergessen? Aber echt. Schnitt 2 Diesel, ja. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet mich. Welt voll Wunder, Abenteuer. Und jetzt, let's go. Holy shit! Was ist das denn? Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir nicht viel zu dem Spiel angeschaut, ne? Ich habe das eigentlich blind gekauft, damals. Okay. Ich habe jetzt was ganz anderes erwartet, ne? Da ist eine E-Mail von Diesel in deinem Posteingang. Nochmal für alle, mein letztes Pokémon ist schon ein paar Jährchen. Ist schon ein paar Jährchen her, ne? Und vor allem die ersten Editionen, das ist schon. Ja, 20 Jahre ungefähr. Ja. Wegen dem. Das Geschlecht vom Starter sieht man in der Sequenz. In der es in den Fernseher springt. Wahrscheinlich am Schweif, oder?
bei Pikachu. War das nicht, war da nicht irgendwas am Schweif? Erkennt man, ob es männlich oder weiblich ist? Ja. So, was hat Diesel geschrieben? Hey Domi, hier, schnell noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Neige den Controller-Stick, wenn du rennen willst. Aha. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü und kannst dein Spiel speichern. Okay, wie damals, ne? Kein Auto speichern. Wir sehen uns morgen, ja? Dein Diesel. Okay. Kann sich auch hier. Wie viele Pokémon es wohl auf der Welt gibt? Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Das ist auch interessant, gell? Da hat man, je nachdem, auf was man zockt, es steht da immer eine andere Konsole, gell? Eine super weiche Pikachu. Okay. Gut. Noch mal kurz. Diesel! Hey, ich bin's! Diesel. Bist du schon auf den Beinen, Domi? Ich komme hoch. Morgen, Domi. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Bist du noch nicht ganz wach, was? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm! Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lies sie dir lieber schnell noch durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Jo, haben wir schon, haben wir schon. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eichs Labor. Evoli am Halsfell. Ah. Und nice, Michi, da kannst du gleich ein bisschen Zug fahren. Könnt ihr euch abwechseln, der Zugfahrer und du. So. Jetzt kurz mal hier. Ah ja, hier kann man speichern. Hier habe ich noch nichts. Speichern wir gleich mal hier. Spielbeginn 18.06. Spielzeit 4 Minuten, unglaublich. Es läuft gerade ein Film. Vier Jungen laufen auf Bahnschienen. Aber es ist Zeit aufzubrechen. Allerlei Geschirr wurde fein säuberlich in den Schrank eingeräumt. Und das ist die Mama. Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Diesel wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Du wirst einen Blick in den Abfalleimer. Er ist leer. Oh, da sind ja auch manchmal Sachen drin, gell? Allerlei Geschirr. Ja, haben wir schon. So, gut. Ich finde das so heftig, wenn man noch im Kopf hat, dass das alles Vogelperspektive war eigentlich, ne? So 2D. Ups. Alabastia! Hier beginnen kunterbunte Abenteuer. Wer bist du? Ich trainiere meine Pokémon so lange, bis sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden und dann, da zwischen den beiden austauschen kann? Die Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. An den kann ich mich auch noch erinnern. Ich weiß nicht, hat der früher nicht irgendwas mit diesem Game-Link-Kabel gesagt oder so? Wer wohnt da? Haus von Diesel, direkter Nachbar. Oh, und da ist Professor Eich schon. Da will ich schalte zuerst hier hinein.
Oh, wer bist du? Hallo Domi, mein kleiner Bruder war gerade auf dem Weg zu dir. Hat ihr euch etwa verpasst? Dabei meinte Diesel noch, dass ihr zusammen zu Professor Eichs Labor gehen wolltet. Also Diesel, seine Schwester. Die Schwester von Diesel. Wer spiegelt sich dein Gesicht? Vielleicht gibt es irgendwelche Secrets hier oder so. Was haben wir hier? Hier ist ein Magazin mit dem Titel Das Pokémon-Journal. Ein Trainer, der seine Pokémon gut behandelt, wird von ihnen sicherlich ins Herz geschlossen. Und hier können wir wahrscheinlich noch nicht rein, oder? Oh ja. Aha. Er sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen. Ich natürlich, weil ich sein Lieblingsassistent bin. Man sieht es ihm vielleicht nicht sofort an, aber Professor Eich genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Unter den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. Ja. Ich helfe Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen und weißt du was? Ich bin sein Lieblingsassistent. Aber verrat das nicht meinem Kollegen da drüben. Oh. Und da steht schon Diesel. Hey Domi, Professor Eich ist anscheinend gar nicht da. Meinst du, die Pokémon, die wir von ihm bekommen, stecken in den Pokébällen da? Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Wer hätte das gedacht? Hier steht ein Buch mit dem Titel Das Beste aus Eichs gesammelten Werken. Vergiss nicht, regelmäßig den Fortschritt deines Abenteuers zu speichern. Ah, ja, gut, kennen wir alles. Da ist eine E-Mail im Professor Eichs Posteingang. Oh. An alle Trainer, die für sich und ihre Pokémon eine Herausforderung suchen. Die Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau lädt euch herzlich dazu ein, den Rängen der vielen Trainer beizutreten, die sich den unschlagbaren Top 4 gestellt haben. Die ultimative Herausforderung erwartet euch. Herausforderung. Herzliche Grüße, Leitung der Pokémon-Liga. PS, statten Sie uns doch bald mal wieder einen Besuch ab, Professor Eich. Okay, er ist verknüpft mit den Top 4. Er steht vor einem prächtigen Gebäude und lächelt. Das sieht man aber nicht. Schade. Dieser merkwürdigen Maschine werden Pokébälle aufbewahrt. Das ist eine Frage, ob der Professor damit das Gewicht von Pokémon ermittelt. Da passt aber nicht jedes Pokémon drauf. Was das wohl eine Maschine ist, du lässt besser die Finger davon. Okay. Vielen Dank, Freunde. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Taufsi etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Oh, sieh einen an, wenn das mal nicht Tommy ist. Ach stimmt ja, ich hatte versprochen, dir und Diesel euer erstes Pokémon zu geben. Dann lass uns doch gleich zum Labor gehen. Hm? Na sowas. Ein wildes Pikachu erscheint. Oh, wie ungewöhnlich, dass sich hier ein Pikachu herumtreibt. Du solltest diese Gelegenheit nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball auf es werfen. Richte den Eingang horizontal. Oh mein Gott, okay. Halte den Joy-Con ausgerichtet und drücke den A-Knopf, um zielen auszuwählen. Okay. Was?
Okay. Ziele in die Mitte des Rings. Ja, es geht nicht. Hä? Geht schon. Hm. Ha! Klasse, Pikachu wurde gefangen. Nice. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass das dein allererster Fang war. Ja? Yeah. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Pikachu sogar einen Spitznamen geben. Huch. Das ist aber ein lebendiges Kerlchen. Okay. Hey, warte doch, komm zurück. Professor, können Sie mir erklären, warum da auf einmal 3 Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, eben waren es noch 2. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im 3. Pokéball befindet sich das Pikachu, das Domi eben gefangen hat. Was? Echt? Du hast ganz allein ein Pokémon gefangen, Domi? Mhm. Boah, habt ihr das gesehen? Dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Ho, ho, ho. Los, Domi, heb den Pokéball auf und halte ihn diesmal ganz fest in der Hand. Okay. Du hast Pikachu als dein erstes Pokémon erhalten. Yay! Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wäre es, wenn du ihm einen Spitznamen gibst? Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Ich habe das eigentlich nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte immer die Angst, dass ich die dann verwechsel irgendwie. Panade. Ja, wir müssen jetzt nicht komplett reintrollen. Ich glaube, ich bleibe meinem Spielstil treu. Im jungen Alter. Ich habe das nie gemacht. Einen Spitznamen geben. Aber Panade. Was ist das für ein Spitzname? Kann ich ihn gleich Schnitzel nennen. Maus-Schnitzel oder sowas. Ah, ich lasse es. Lass mal Pikachu. Also ich, vielleicht, weiß ich nicht. Nicht, vielleicht habe ich auch schon ein paar Pokémon vergessen und so kann ich es mal wieder leichter merken. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Der hat ein Evoli bekommen, okay. Israel Devoli von Pöpsesreich. Ah, okay. So ein niedliches Pokémon. Haben mir schon immer ein Evoli gewünscht. Ich frage mich, zu was sich das dann entwickeln wird. Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ja. Ein Trainer-Neuling, der sein erstes Pokémon eigenhändig fängt. So etwas habe selbst ich noch nie erlebt. Da staunst du. Oh, einen Moment. Eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eure Reise mitnehmt. Was ist das, Professor? Das
mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Hier, Tommy und Diesel, diese beiden Exemplare schenke ich euch. Du erhältst einen Pokédex von Professor Eich. Nice. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt, jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meine müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg. Das Abenteuer wartet auf niemanden. Boah, unser eigener Pokédex. Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen. Das wird super. Ich kann nicht länger warten. Ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen. Bis später. Kann nochmal mit ihm reden. Oh, hier, schau. Pikachu. Pikachu starrt dein Gesicht an. Okay. Überall in dieser Welt warten Pokémon darauf, von dir entdeckt zu werden, Tommy. Okay. Ich glaube, wir können. Wir können los. Oh, Mama. Oh, das ist ja ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen? Da bin ich sprachlos. Und wie heißt das Kleine? Ah, Pikachu. Wirklich niedlich. Hui, es ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch jetzt in euer Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Eine Karte. Der Klassiker. Du verschaust das Item im Beutel. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinem Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Das Wasser schlägt sanfte Wellen. Ja, hier kann man ja dann später wahrscheinlich Surfer verwenden, ne? Gut. Hör mal. Ja, kann ich auf die Karte? Beutel? Klamottenkoffer? What? Eine praktische Karte, die jederzeit aufgerufen werden kann. Dein aktueller Standort wird auch angezeigt. Ja, einsetzen. Ah ja. Zinnoberinsel. Vertania City, die erste Stadt. Da ist der Vertania Wald. Da weiß ich, da habe ich mein Pikachu immer gefangen. Mein erstes. Im Vertania Wald. Marmoria City. Da ist die Dicta Höhle. Mondberg. Azuria City. Aber warte mal. Vertania, da ist nicht der erste Orden, gell? Erster Orden ist hier. Was ich noch so weiß. Felstunnel. Lavandia, oh mein Gott. Prismania City, Saponia City. Ich glaube, da war das Casino, oder? Gab es da nicht ein Casino oder so? Oder war das Prismania City? Ich weiß nicht, in eins von beiden. Orania City. Vorsicht vor Lavandia Musik. Die ist geil. Da habe ich sogar einen Remix in meiner Playlist. Und hier haben wir Indigo Plateau. Das wird unsere... Die Siegesstraße.
Das wird unser Ziel sein. Ich schau mal im Club. Outfit für Pikachu wählen. Ja, da habe ich nichts. Bonbonglas. Kampftasche. Gut. Ja, ein Pikachu haben wir. Ja. Ja, unseren Pokédex. Gefangene Arten 1, gesehene Arten 1. Gut. Speichern wir. Darf ich ganz leicht Backseat gamen? Ja, ganz leicht ist nicht so tragisch. Ich gehe davon aus, dass du mich jetzt nicht irgendwie... Oh, hier ein Radfratz. Warte mal, habe ich überhaupt Pokebälle? Obwohl, das erste Pokémon gleich fangen, ich weiß nicht. Du kannst Pikachus Frisur ändern. Ah, das ist ja geil. Ah gut, das ist ja kein Backseat-Ding. Mirapla? Ein Mirapla? Hier am Anfang? What the fuck? Okay. Warte mal kurz. Ich glaube, meine Cam ist da im Weg. Ja. Ich habe Pokebälle. Okay, warte mal. Was? Ich habe doch geworfen. Ah, okay. Jawohl. What? Okay, es ist interessant. Man kämpft hier nicht mehr. Es wird oft mit Unkraut verwechselt. Versucht man es aus der Erde zu ziehen, stößt es einen fürchterlichen Schrei aus. Mirapla wurde in dein Team aufgenommen. Aha, okay. Tauchen jetzt überhaupt auch noch Pokémon hier auf? Wenn man durchs Gras läuft, oder? Oder tauchen die halt jetzt wirklich auf und man muss in sie reinlaufen? Ja, anscheinend, ne? Das ist Pokémon Go für die Switch. Aber ich fand's eigentlich trotzdem ganz cool. Ein wildes Ratzfratz. Ratzfratz. Okay, ne? Ja! Ah, es war nicht gut. War nicht gut. Gibt keine Random Encounter, okay. Das finde ich aber cool. Okay. Und so levelt man auch. Pikachu lernt Ruckzuckieb, what the fuck? Für Radfratz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es knabbert mit seinen zwei Nagelzähnen alles und jeden an. Stößt man auf eines, findet man sicherlich 40 weitere in der Gegend. Radfratz wurde in deinem Team aufgenommen. Sehr gut. Hier Taubsi haben wir auch noch nicht. Wollen wir auch direkt. Wenn das eh so easy ist. Warte. Jetzt! Ha! Einfach fabelhaft. Mirapla erreicht Level 5. Radfratz erreicht Level 4.
Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Animationen ansehen. Ah, okay. Also Topsy habe ich auch immer trainiert damals. So. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sich runterzuhüpfen. Also kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Okay. Aber was mache ich? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ich öfters halt die dann... Ich meine, ich muss die ja mehr oder weniger farmen, damit ich level, oder? Was, wenn ich dann zu viele mal habe? Was passiert dann? Ah, ist egal, wir werden sie sehen. Wir werden sie sehen. Ich probiere das gleich. Probiere das gleich aus. Was? Soll ich dir sagen? Ja, es wird nichts Schlimmes passieren, oder? Ich meine, es ist schon empfohlen, dass ich weiter fange, oder? Ich gehe davon aus, dass man dann halt eventuell auch halt, dass man dann keine Erfahrungspunkte mehr. Ich meine, wenn du voll bist, kommt das Pokémon ja in die Box normal, ne? Du kannst fangen, so viel du willst, das ist nicht schlimm. Ja, dann mache ich das. Kommst immer EP, okay. Oh, schade. Dam, 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 dam. Das geht ja ratzfatz hier. Das geht ja richtig ratzfratz. Fangserie 2 weiter so. Ah. Das Spiel sagt mir sogar weiter so. Okay. Okay. Dann machen wir weiter so. Kein Problem. Weil noch haben wir Bälle. 45 haben wir. Easy. Boah, fabelhaft. Holy shit, das ist ja viel chilliger als die alten Teile. Das war immer ein Grind am Anfang. Das ist ja tausendmal chilliger. Ja, gönnen wir uns den auch gleich. Wir sind gleich ein bisschen fleißig hier. Ah, das war zu spät. Ah. Aber bis jetzt kein einziger geflüchtet, ne? Oder fehlgeschlagen. Ich meine, gut, das ist ja auch noch das Anfangsgebiet. Ich denke mal, das wird später nochmal ein bisschen schwieriger. Was? Ja. Ja. Pikachu hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Du hältst eine Himbeere von Pikachu. Verschloss das Item in der Fangtasche. Oh, nice. Na? Jetzt. Nein, wohin? Oh mein Gott.
Okay, das geht auch. Man kann auch daneben schießen. Alles klar. Kein sauberer Wurf. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Oh yeah. Bertania City. Wenn ich in Memoria City einkaufen will, muss ich immer den verworrenen Weg durch den Bertania-Wald auf mich nehmen. Oh, das wäre so gut, wenn Pikachu so versteckte Items immer aufspüren könnte. Weil früher ist man gelaufen und hat einfach nur ganze Zeit A gespammt. Ganze Zeit A spammen. Weil überall was sein hätte können, so, ne? Erinnerst du dich noch daran, wie man Nocturne und Kikli bekommt? Das war in diesem einen Dojo. Weiß ich noch. Da waren auf jeden Fall zwei Trainer. Das weiß ich noch, aber genau weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Dojo war, irgendwie so eine Trainingshalle oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Tipps für Trainer. Wenn dir die Pokébälle ausgehen, kannst du dir im Pokémon-Supermarkt welche kaufen. Okay. Kriegt man da eigentlich auch... Na, Geld kriegt man wahrscheinlich nur durchs Kämpfen, gell? Ja. Fangtasche, schau mal kurz. Gibst du diese Beere einem Pokémon zum Essen, lässt es sich ein bisschen leichter fangen. Okay. Was ist das? Sanana-Beere. Gibst du diese Beere einem Pokémon zum Essen, wird die Chance bei einem erfolgreichen Fangversuch ein Item zu erhalten leicht erhöht. Ah... Okay. Pokébälle haben wir noch 41. Ja, was mache ich mit denen jetzt? Kann die Box voll werden? Dem Team markieren, an den Professor schicken. Das heißt, markieren. Ja. Ey, ich lasse es noch. Ich weiß nicht genau, was das macht. Ich meine, es wird nicht schlimm sein wahrscheinlich, aber... Ist okay. Hey, soll ich dir was über Raupi und Hornliu erzählen? An das kann ich mich auch noch erinnern. Rauf ist nicht besonders gefährlich. Hornliu aber hat einen giftigen Stachel auf dem Kopf. Du musst aufpassen, dass es deine Pokémon nicht piekst. Nein. Puh, dann eben nicht. Ja, und der Supermarkt. Ach, hallo, du kommst aus Alabastia, oder? Dann kennst du doch sicher Professor Eich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du sie für mich... zum Professor bringen. Okay. Paket vom Angestellten. Danke, das ist echt nett von dir. Richte Professor Eich doch bitte schöne Grüße von mir aus. Okay. Ja, komm. Wenn man direkt geportet. Ich wollte mich eigentlich noch umsehen, aber... Egal. Kann ja noch dauern, kann ja noch warten. Hallo Domi, na, wie verstehst du dich mit Pikachu? Nanu?
Na, da staune ich aber. Ihr beide seid ja jetzt schon geradezu unzertrennlich. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwas für mich? Du gibst Professor Eich das Paket. Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie mir extra herzubringen. Kein Problem. Professor Eich, Professor, mein Evoli hat eine Attacke, Wow, wie cool ist das denn, Tommy? Ist Pikachu etwa einfach so an dir hochgeklettert? Diesel, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Himbeeren. Die sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du einem Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Pokémon-Ball anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Beeren beinahe selbst gemampft. Der Diesel. Good old Diesel. Nocturne habe ich mal komplett random dort als Shiny bekommen. What the fuck, du Lacker. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar weniger besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Also ich will ganz viele Pokémon sammeln, aber nicht nur das. Ich will sie natürlich auch gut trainieren, damit sie so richtig stark werden. Das ist ja geil, wie Pikachu da jetzt an der Schulter. Das sieht echt cool aus. Augenblick! Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir! Okay. Pokémon-Trainer Diesel fordert dich heraus. Jawohl. So. Ich hoffe, meine Cam ist ganz okay hier. Okay, Kampf. Oh, vielleicht noch ein bisschen höher. Da 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 da. Wir machen natürlich hier Donnerschock gleich. Oh, paralysiert? Evoli ist paralysiert? Jawohl! Autsch. Pikachu OP! Sie erreicht Level 7. Wie? Was? Ich hab verloren? Und ich gewinne 120 Geld. Oh Mann, hätte ich den Mund bloß nicht so voll genommen. Wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Pikachu hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Dankeschön. Kämpfe unterwegs gegen zahlreiche Trainer und trainiere deine Pokémon sorgfältig. Versuche außerdem viele neue Pokémon zu fangen. So kann ich... Kann Pikachu hier... Nein. War nicht früher immer so ein... Konnte man bei Professor Eich nicht auch die Pokémons heilen? Ich weiß jetzt nicht.
Vielleicht war das ein anderer Teil. Die haben nichts Neues zu sagen. Ja, gut. Tommy, du scheinst eine Menge Spaß auf deiner Reise mit deinem Pokémon zu haben. Das freut mich. Auch nichts Neues zu sagen. Oh, Tommy! Wenn Pikachu so auf dir sitzt, wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Sportliches Set. Du verstehst es, ja? Wenn du Pikachu dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Huch! Pikachu sieht überglücklich aus. Spielen, okay. Spiele mit Pikachu. Okay. Ja, bist du ein Braver. Ja. Huch. Au, au, au. An den Wangen darf man ja nicht, gell? Nehmen wir das mal. Oh, das mag er nicht, gell? Ich glaube, das war in der Serie nämlich auch mal. Irgendwas war da. Yeah, das mag er nicht. Ah, okay. Oh, er will nicht mehr. Aber im Mund mag er es nicht. Ah, ja, ja, ja. Aber hier schon. Ja, ja, ganzer Feiner. Ein ganz ein Feini. So, aber was ist da jetzt? Was? Wie komme ich da wieder raus? Wann kann ich da eine Beere vielleicht? Ups. Kann ich mir eine Beere geben? Gönn dir. Nice. Okay. Okidok. Na, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Pikachu sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Ja. So, ich schau mal hier jetzt, oder mal. Wir haben hier ein Set bekommen. Klamottenkoffer für Pikachu. Sportliche Kappe. Eine Kleidung auch. Jawohl. Das ist witzig. Kommunikation. Mit Freunden spielen Geheimgeschenk. Ach so, ja, okay, das kann ich hier nicht machen. Ich darf hier keine Online-Funktion. Also ich habe ja kein Online-Nintendo Switch-Ding. Was?
recht, Dax. Oh, come on. Verpass Pikachu einen Afro, ja, wenn ich das kann irgendwann. Schauen wir mal, schauen wir mal. Was? Wie gleich angreift. Was? Oh Mann! Kannst du, glaube ich, jetzt schon? Okay, ich schau gleich mal. Ich dachte, man muss zum Friseur oder so. Zum Pokémon-Friseur. Ja, Mirabla ist schon Level 8. Halle Maule. So, schauen wir mal kurz. Warte mal, habe ich noch ein Taubsi? Nein, ich habe bis jetzt nur ein Taubsi. Ich habe so viele Radfahrts gefahren. Wo ist denn das hier drin, oder? Outfit für Pikachu, Brillen, Accessoires. Wo soll denn das gehen? Muss mit Pikachu spielen und dann über den Switch Screen sprechen. Mein Switch Screen steht ein bisschen weiter weg, Roland. In einer Ecke. Oder was meinst du? Also das da ist mal jetzt nicht an. Muss mich wieder über den Monitor. Warte kurz. Muss mit ihm spielen. Wie kann ich mit ihm spielen eigentlich? Ja, anklicken. Nee. Bin gerade ein bisschen lost. Ich muss mit ihm reden, oder? Wie rede ich mit Pikachu? What the fuck? Ah, hier, mit Pikachu spielen. Oh mein Gott. Ja. Ich hab da nur drunter geschaut, dass da oben habe ich ignoriert. Komplett lost. Aber ich kann hier sonst nichts machen. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wie soll ich die Frisur ändern? Du Lustiger. Geht nicht, Roland. So, noch ein Taubsi. Direkt. Level 9! Doppelkick! Was ist Doppelkick? Das ist irgendwas Neues.
Hier Kampf. Aha. Jo, zurück. Mal hier Routenschlag weg. Diese Attacke vergessen. Jawohl. Schwupp. Pikachu hat Routenschlag vergessen und Pikachu erlernt Doppel. Nice. Ja, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Hab dir ein Video auf Discord geschickt, dann kannst du später dann anschauen. Ja, machen wir beim nächsten Mal dann. Ich meine, er hat hier eine Cap auf, von dem her wird es jetzt nicht so wichtig sein. Wenn zwei Trainer sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen die kämpfen. Los! Knirps Axel. Knirps Axel fordert dich heraus. Geht schon, Axel. Er hat ein Pokémon. Aber der Kampf war doch gut gegen normal, gell? Aber ein Doppelkick. Bang! Das ist sehr effektiv. Einmal getroffen. Rest in Peperonis. Du bist aber stark. Du hältst drei Pokebälle. Das ist auch cool. What? So. Ach, muss immer ein bisschen früher. Versuch sie immer perfekt zu machen, aber. Ah, was sagst du, Axel? Auf Routen oder in Wäldern findest du bestimmt noch viele andere Trainer wie mich, die gegen dich kämpfen wollen. Oh oh, da steht Diesel schon wieder. Hey, du strahlst ja über beide Ohren, Domi. Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Coole Sache. Ach ja, ich wollte dir noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie in ein Pokémon-Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäppelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Behalte den Zustand deiner Pokémon nach Kämpfen immer gut im Auge, ja? Okay. Schauen wir mal rein. Das Lesematerial im Magazin stand da hinten ist für alle da. Darauf hat mich die Dame am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt. Du hast in deinem Beutel doch auch so eine Box, oder nicht? Ja. Wo du von hier aus auch hingehen magst, es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort kannst du jederzeit völlig kostenlos dein Team heilen lassen. Hast du schon mal gegen einen anderen Trainer gekämpft? Hier ein kleiner Tipp. Wenn die Initiative deines Pokémon größer als die des Gegnerischen ist, kommt es schneller zum Zug. Hier haben wir nochmal eine Karte. Ah, hier Trainerschule.
Janera. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, bitteschön. Nur Radfratz. Oh, da braucht man sicher den Zerschneider, oder? Können wir dann gezielten Schnitt aus dem Weg räumen? Ja. Okay, das müssen wir uns merken hier. Vertania City. Da steht ein Mann, der gibt uns sicher irgendwas. Haben wir mit dem schon geredet? Du versuchst den Pokédex zu vervollständigen, dann gebe ich dir einen Rat mit auf den Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf dir im Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Ist das ein Pokémon, das du da bei dir hast? Wie cool! Ich find's klasse, dass man mit seinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann. Wann immer man will. So, hier noch nichts. Was ist das hier? Trainerschule. Bildung bildet. Ich will zuerst zum Supermarkt. Hallo, du kommst aus Alabastia, stimmt's? Yep. Ich muss mir ein paar Tränke zulegen. Man weiß nie, wann ein Pokémon mal schnell geheilt werden muss. In diesem Laden verkaufen sich Paraheiler angeblich am besten. Aha. Es stehen viele verschiedene Produkte. Sprich den Verkäufer an, wenn du etwas kaufen willst. Ups. Herzlich willkommen. Ich will was kaufen. Und zwar gleich ein paar Pokebälle hier. Kaufen wir gleich 20 Stück, würde ich sagen. Sind gar nicht mal. Oh. Stoß deinen Einkauf. Oh, er hat mir einen Ball geschenkt. So, Beutel. Premierball. Ein eher seltener Ball, der als Reminiszenz an irgendein Ereignis hergestellt wurde. Okay. Sag mal hier, ich lerne gerade etwas über Pokémon-Typen. Pikachu gehört dem Typ Elektro an. Pokémon von Typ Elektro sind Pokémon der Typen Wasser und Flug gegenüber im Vorteil. Ja. Puh, ich muss all meine Notizen auswendig lernen. Also dann, liebe Klasse, wo können wir nochmal nützliche Informationen für angehende Trainer finden? Richtig, auf unserer Tafel und in den Büchern. Vergesst auch nicht, die Hinweisschilder unterwegs zu lesen. Auf der Tafel stehen Informationen zu den Statusproblemen, die ein Pokémon während eines Kampfes erleiden kann. Über welches Thema möchtest du etwas lesen? Nö, ich glaube, ich kenne alles. Wenn sich Pokémon in Kämpfen so richtig austoben dürfen und viel spazieren geführt werden, gewinnen sie ihren Trainer total lieb. Das hat mir meine große Schwester verraten. Wie oft Pokémon-Attacken einsetzen können, hängt von der Anzahl ihrer AP ab. Ja, kennen wir alles. Ich glaube, da lernen wir nichts Neues.
Da-da-dam, da-da-da-da-dam. Okidok. Machen wir mal weiter. Was? Du kannst dir noch eins aussuchen, welches dir nachläuft? Was? Wie niedlich, dein Pokémon sitzt auf dir. Wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ich führe mein Pokémon lieber eine Runde spazieren. Öffne einfach das Spielmenü mit dem X-Knopf und schau dir dein Team an. Hast du dir ein Pokémon ausgesucht, dann wähle die Option aus dem Pokéball holen. Und schon begleitest dich auf deiner Reise. Es gibt nichts Niedlicheres, ich schwöre. Pass auf, ich mach das mal für dich. Ah ja. Mirabla schaut sich aufmerksam um. Oh, nice. Ja, genau das. Genau das. So. Ups. Ich hätte gerne ein männliches Taubsi, der dann später zum Boss wird. Zum Tauboss. So, mit Mirabla. Ja, Mirabla bleibt auch noch da drin. Der Rest, ich weiß nicht, das kann eigentlich. Kann eigentlich raus. Und ich glaube, ich schick mal eins Professor Eich. Ja, an den Professor schicken. Ah, da kann ich gleich mehrere schicken, okay. Ja, die schicke ich gleich alle und taub sie. Das geht nicht, okay. Ah ja, ja. Die verschicken wir gleich alle. Ja. Du hast eine Nachricht vom Professor Eich erhalten. Vielen Dank für diesen Transfer. Das bringt meine Forschung sicherlich voran. Laut meinen Aufzeichnungen hast du mir bisher 7 Radfahrts. Zum Dank erhältst du von mir eine Belohnung, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Sie wird sie stärker machen. Flottbonbon. Ja, nice. Okay. Also das könnt ihr auch noch schicken. Krebsbonbon. Spielst du noch Pokémon Go? Nee. Nope, nope, nope. Oh, ich habe Radfratz vergessen reinzugeben. Dem Team hinzufügen. Yep. Nice. Sehr gut. Und ich würde gern Taubsi draußen haben. Ups. Nein. Nein. Das ist ja nice. Du kannst über Go nämlich 2 Exklusive für die Edition bekommen, wird dir nur nirgends gesagt. 2 exklusive Pokémon oder was? War ich schon hier drinnen jetzt? Ne, hier drin war ich noch nicht, gell? Wer bist du? Sich Spitznamen auszudenken macht Spaß, aber es kann auch ganz schön knifflig sein. Doch so toll, geistreiche Namen auch sein mögen. Es gibt einfach nichts Besseres als einen schön einprägsamen Spitznamen. Ja, gut. Mein Papa mag Pokémon genauso doll wie ich. Ein Habitak, Willi. Der Willi. Ist auch ein bisschen mit Mehraufwand verbunden. Na, also das ist überhaupt nicht worth. Diese Pokémon Arena ist dauernd geschlossen. Wer hier wohl der Arena-Leiter ist? Ja? Yeah?
Die Türen der Arena sind verschlossen. Tipps für Trainer. Um einen Koop-Trainer herbeizurufen, musst du den zweiten Controller einmal schütteln. Zu zweit machen Abenteuer viel mehr Spaß. Was? Man kann das Koop spielen? What the fuck? Okay, wir sind auf Route 2. Hier können wir auch noch nicht durch. Du kannst eines davon von mir haben. Alles gut, oder? Ich bin noch immer gewöhnt, immer da draußen zu laufen, so. Von früher noch. Nice. Man muss ein bisschen früher werfen. Peter hat das Spiel absolut tot gesuchtet. Er hat sich sogar die Legends of Shiny geholt in dem Game. Na, das werde ich nicht machen. Das ist zu viel Zeitaufwand. Das ist für mich nicht worth. Ich weiß nicht mal, ob ich alle Pokémon fangen werde. Wenn dein Pokémon Attacken einsetzt, die den gleichen Typ wie es selbst haben, dann macht es viel mehr Schaden. Okay. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gewusst. Interessant. Du gehst in den Vertania-Wald. Der Wald bildet ein natürliches Labyrinth. Pass also auf, dass du dich nicht verläufst. Da ist der Vertania halt. Huch, was ist mit dem Taubsi los? Warum hat das so ein rotes Ding? Riesig! Ein riesiges Taubsi. Wähle Bären aus deinem Dungeon aus. Wirf sie Pokémon zu. Vielleicht wird das mein. Oh mein Gott! What? Ha! Aber es ist nur Level 3, das Taubsi. Aber es ist riesig. Es ist doppelt so schwer. Fast doppelt so schwer. Als das, was ich gefangen habe. Doch ziemlich groß. Hast du wieder in dein Team aufgenommen? Nice. Warte, da müssen wir das. Dann wird das mein Taubsi, mein Haupt-Taubsi werden. Oh mein Gott, das war die nicht. Was mein Hauptradfratz? Ich weiß gar nicht. Hier nehmen wir gleich das Sechser. Das Team entfernen. Ja, passt.
So, perfekt. So, ich glaube gegen die... Oh, da ist noch sowas. Ich glaube, das sind die... Oh, das ist ein Saftkorn. Ein Saftkorn. Was kann ich das sein? Oh, das hat schon so gelbe Dinger. Okay, da müsste ich auch, glaube ich, eine Beere werfen. Das ist schon ein bisschen härter hier. Nein! Oh. Das war nicht gut. Das war kein guter Wurf. Ah. Oh, was? Das hat nicht getroffen. Also im... Nice. Immerhin. Jawohl. Für Saftkorn wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Wieder so ein großes 12 Kilo schwer, okay. Eigentlich ist es nur 9,9 Kilo. Das ist 12,6. Um sich zu schützen, härtet es eifrig sein Panzer, doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird sein Inneres entblößt. So, schauen wir mal. Vielleicht will der kämpfen. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Sie sind schon ganz hibbelig, weil sie sich so auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Ah ja. Da will schon jemand kämpfen. Hm? Was ist Pikachu dabei? Göre Marina. Aber gleich gibt's einen Doppelkick hier. Ich bin schon Level 10 hier. Keine Chance. Einfach keine Chance. Das kann doch nicht wahr sein. Und drei Pokébälle, nice. Ja, einen Raupi sollten wir auch mal fangen. Für den Pokédex. Nein, ich wollte gerade werfen. Ey, Mary, servus! Pokémon! Na klar! Wie geht's euch stets? Mal wieder ein bisschen Abwechslung hier, ne? Level 5, Taubsi und Windstoß, jawohl. Berührt man die Fühler auf seinem Kopf, so versucht er sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Aha. Interessant. Oh, was ist das hier? Pokémon. Ein Hornio auch. Haben wir noch nicht. Wenn man drauf. Direkt drauf gestürzt. Jetzt. Oh, was? Achso, ich muss. Jetzt aber. Ciao! Nice. Es werden immer mehr. Auf seinem Kopf befindet sich ein spitzer Stachel. Es versteckt sich im hohen Gras wie in Wäldern und frisst eifrig Blätter. Du hast Hornio in deiner Pokémon-Box gelagert. Nice. Ich glaube, das werde ich gleich mal rausholen.
statt dem Raupi nämlich aus Team entfernen. So. Hornlio. Ein weibliches Hornlio. Passt das? Ja, das passt schon eigentlich. Ich hätte es gern umgekehrt gehabt. Safcon weiblich, das dann Smetbo wird und dann wie später Hornlio männlich als Bibor. Ich glaube, das wäre. Weil Bibor ist ja auch, könnte auch eine Königin sein, ne? Eine Bienenkönigin. Ja, warte, ich schau mal, ob ich noch ein. Da ist noch ein Hornlio. Ups. Wieder ein weibliches. Am liebsten hätte ich diese riesigen ganz gern. Jawohl, Myrapla schon Level 10. Ah, das ist mir nicht. Du. Oh nein! Oh, ein Kokuna! Boah, das muss aber jetzt hier. Was? Frech. Oh mein Gott, was ist? Warum ich verdrück mich da immer? Boah, das war aber jetzt. Hey Markus, servus. Hast deinen Namen geändert? Na, du hast keine Schnitzel, weil du deinen Namen geändert hast. Oh mein Gott, wie viele Pokémon-Bälle ich hier verschieß. Hier, gönn dir eine Beere. Sei nicht so zickig. Er ist so zickig. Hätte ich mal gleich machen sollen. Nice. Es geht aufwärts hier. Obwohl es sich kaum bewegen kann, ist es bei Gefahr in der Lage, einen Stachel auszufahren, mit dem es seine Gegner vergiftet. Aha. Aber dumm, mir fehlen eh nur noch 80k. Ja, nice. Warte mal kurz, ich schau schnell, dass ich dir die Schnitzel und Stunden rüberhau. Oh mein Gott, ich habe nichts getan. Warte kurz, Transfer. Mal schauen, dass ich deinen Namen richtig schreibe hier.
So. Jetzt sollte es seine Schnitzel wieder haben. Perfekt. Es gibt seine Statome, oder was? Das ist der Tommy. Oh! Nicht gut gezielt. Ratatatatata. Oh, hier sind ein riesiges Hornli und ein riesiges Raupi. Die muss ich mir holen. Oh weh. Da bricht er raus. Oder auch nicht! Hier. Bang. Das wird mein Hauptding. Weil ich eigentlich nur ein Insektentyp haben will. Ich bin schon gespannt, wenn dann so größere Pokémon kommen. Oder hier Onix oder so, wie das dann aussieht. So. Da hinten haben wir noch einen Kokuna. Ey, ich komme hier nicht weg, ne? Ich komme hier einfach nicht weg. Bricht aus. Dem muss ich meine Beere geben, oder? Ha! Oder auch nicht. Oh, das geht hier nicht. So. Oh, was ist das? Ein blaues? Ja, noch nicht gesehen. Winzig. Aha. Das gibt's auch noch. Okay. Oh mein Gott, was war das für ein Wurf? Please. Das war ein Skandalwurf. Eine Beere gehabt sogar. Das kleinste. Roland, weißt du, ob die irgendwie dann stärker sind oder so? Oder ob die andere Werte haben, wenn die irgendwie ganz klein sind oder riesig oder so? Der will sicher kämpfen, ja. Jawohl, du hast auch Pokémon, oder? Dann lass uns kämpfen. Dum, 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 dum. Käfersammler André fordert dich aus.
glaube, Kampf war nicht gut gegen Käfer. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Gehen wir mal einfach. Donnerschock. Ich sehe Level 3. Easy. Ah, ich habe verloren. Es war wohl ein Fehler, auf ihn einzusetzen. Wen hätte er sonst einsetzen sollen? Er hatte nur eins. Hier ein Safkorn. Das war knapp. Oh, was? Das gibt's ja nicht. So, warte. Jetzt aber. Was? Ich habe nicht in den Ring getroffen. So ein Mist. Weiß nicht, ob das nicht schon... Was ist das für einer? What the fuck? Oh, jetzt aber! Ja. Das war ganz schön frech. Machen minimal Stat-Unterschied. Riesige und winzige Poké geben beim Fangen mehr EP und du bekommst mehr Bonbons für die. Ah. Was? Doppelteam? Wo kann ich sehen, was das kann? Sehe ich irgendwie, was das kann oder so? Ah, hier. Erzeugt durch schnelle Bewegungen E-Bilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. Nee, Heuler will ich drin lassen. Tatsächlich. Die Attacke nicht erlernen, ja. Aber fürs normale Durchspielen ist das egal. Boah. Ich werde sie trotzdem immer fangen, wenn ich es kann. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfange. Oh, hier Kokuna. Wie so ein riesiges. Ja, das war schönes. Oh mein Gott. Sind echt hartnäckig. Erkennt man? Gut, dass Taubsi auf Level 9 Spiegeltrick lernt, in rot-blauer Taubos das auf Level 54 gelernt. erkennt man, ob ein Pokémon shiny ist eigentlich? Wenn es da irgendwie rumläuft? Ratata, was? Nanu, Hornliu entwickelt sich. Dun, 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 dun. Kakuna! Yeah! Härtner.
Okay, man erkennt es schon, ja. Das ist gut. Das ist gut. Ich meine, ich werde es trotzdem nicht erkennen. Aber es ist gut zu wissen. Gut, lassen wir das so jetzt. Fangen wir von links an. Obwohl hier, der will doch sicher kämpfen, der Typ, oder? Wollte ein Pokémon fangen und habe einen Pokéball nach dem anderen geworfen. Doch dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Ja, das stimmt wohl. Ein grünes Kokuna erkennst du. Ja gut, das wahrscheinlich. Wenn es jetzt nicht gerade im Gras ist oder so. Und ich es nicht sehe, dann ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die haben auch so eine kleine Sternenanimation. Gut. Oh, du hast ein Partner-Pokémon. Kann ich es mir mal genauer ansehen? Roland, passt jetzt so mit dem Sound eigentlich? Oder soll ich mich vielleicht ein bisschen lauter stellen? Käfersammler Jawatt. Jawatt. Passt von mir, okay. Sehr gut. Ja, wollen wir Donnerschlag und Trip. Ne? Ja, wat? Ey, ich mich's verseh, tut's weh. Ich mich's verseh, tut's weh. Ja, wat? Aha. Ein Mini-Pilz. Was auch immer es tut. Es ist schön, es zu haben. Ha? Was war das für ein Geräusch? Heißt das hier, gibt's hier irgendwas oder was? Hä? Taubsi wird durch den Geruch der Pflanzen beruhigt. Aha. Oh, hier noch ein riesiges Raupi. Das wird sich gegönnt. Gegengift. Okay, da kommt man hier. Starrt die Sonnenstrahlen an, die auf den Boden fallen. Roland, finden die Pokémon auch versteckte Gegenstände oder muss ich da auch immer A drücken überall? Da haben die das da geändert. Finden die Pokémon? Also vorhin hat Pikachu so ein verstecktes Item gefunden. Finden die das jetzt, also kriege ich da immer einen Hinweis, wenn irgendwo ein verstecktes Item ist? Oder muss ich da auch immer rumlaufen und überall A drücken? Entschuldigung, weißt du, ob in diesem Wald Bisasam leben? Boah, das hätte ich auch gern. Höre Tamara. Nidoran weiblich.
Menno, ich hab dir doch nur eine unschuldige Frage gestellt. Ein Freund hat mir gesagt, dass er hier einen Bisasam gesehen hat. Ob das wohl stimmt? Mein Pokédex steht davon nichts. Okay. Tipps für Trainer. Entferne einen der Joy-Con-Controller von der Konsole und schüttle ihn. So kannst du mit deinem Partner Pokémon spielen. Sachen am Boden finden die für gewöhnlich selbst, aber Items bei Stein oder Mülleimer, glaube ich, musst du selbst finden. Okay, okay. Bei Steinen und Mülleimer. Hey, ein wahrer Pokémon-Trainer drückt sich nie vor einem Kampf. Das ist korrekt. Käfersammler Theo. Kokuna. Aber ich habe das Gefühl, man levelt sehr schnell hier. Aber gut, ich meine, ich spiele auch schon seit einer Stunde wieder. Fast zwei Stunden jetzt. So ein Mist, ich muss mir ein paar stärkere Pokémon fangen. Oh nein. Du fängst doch so ziemlich alles, was du findest. Hey, so bin ich's gewöhnt von damals. Ich habe ja immer gegrindet vom ersten Arena-Leiter. Das ist doch Pokémon, oder? Aber nicht alles. Ich fange nicht alles. Alles ist... Das Gute ist, du musst schon lange nicht mehr grinden in Pokémon. Das ist ja gut. Was war das? Ich habe gerade Pikachu gehört. Oh, da ist ein Pikachu. Wow. Starker Wurf. Du hörst die manchmal auch. Das ist gut. Das heißt, hätte ich jetzt Let's Go Evoli, hätte ich jetzt wahrscheinlich beide. ein Pikachu und ein Evoli. Bringt nur nicht viel, wenn sich von 150 irgendwie 80 gleich anhören. Das stimmt. Aha. Ein Trank. Zu den Baumkronen. Noch ein Pikachu. Und ein riesiges Raupi. Soll ich dir einen Tipp für das Werfen von Pokébällen geben? Und sie will kämpfen. Ich glaube, den Tipp gibt es erst später. Göre Eva.
Level up. Der Rest deines Pokémon-Teams erhält... Ja, Göreiver wurde besiegt. Da hast du ja einen Volltreffer gelandet. Ich dachte, da kommt schon der Tipp. Gib mir den Tipp! Man muss den Pokéball in die Mitte der beiden Ringe werfen, habe ich gehört. Wow, was für ein Typ. Matthias, servus. Ahoi, ahoi. Oh, ein richtig guter Tipp, den sie uns gegeben hat. Das ist das Pikachu, hole ich mir auch gleich noch. Es ist ein Pikachu. Kann ich nicht einfach vorbeilaufen? Es geht nicht. Jawohl. Was? Das ist frech! Aber jetzt... Ha! Rundum, rundum, rundum. So. Kokuna. Lockpuffer. Nein. Alles fit, Matthias? Alles tutti frutti? Oh mein Gott, wohin schieße ich? Oh mein Gott! Der Cookie hin und du machst den maximalen Sollwurf. Aber gut, man muss auch sagen, meine Switch ist so schräg. Schräg, so ein, zwei Meter von mir. Aber ja. Ein winziges Taubsee. What the fuck? Hä? Du hast mich komplett verarscht! Vielleicht wenn der Engel nicht passt, Niklas, dann kann ich schon mal daneben schießen. Ruckzuckhieb. Ja, ja, der Engel. Statt, ich kenne Spiegeltrick nicht. Ich weiß nicht, was Spiegeltrick macht. Sandwirbel, ich geh mal Tackle weg, oder? Ja, komm, ich geh mal Tackle weg. Ja, komm, Ruckzuckhieb. Warte mal, hier laufe ich wieder zurück. Ah. Oh.
14 Punkte, ich sehe das von Professor Eich in seinem Labor bewerten lassen. Okay, so. Hier noch ein Trainer. Und ich glaube, wir sind dann schon durch. Hey, warte, wo willst du denn so eilig hin? Käfersammler Max. Das macht alles Pikachu easy peasy. Kein Problem. Ich gebe auf, du bist voll stark. Du verlässt jetzt den Vertania-Wald. Auf Wiedersehen. Vor dir liegt Memoria City. Ha, da wird unser erster Orden geholt. Hier und dort hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegesrand bemerkt, oder? Ich höre, kann man sie mit der geheimen Technik Spaltschnitt zerschneiden. Spaltschnitt? Und so den Weg freiräumen. Was ist mit dem guten alten Zerschneider? Willst du dir jetzt die drei originalen Starter holen? Ja klar. Na klar. Es gibt auch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen oder Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon fangen willst, musst du dich überall gründlich umsehen. Zerschneider ist gleich Spaltschen. Ich weiß eh. Das war ja klar, ne? Aber was ist mit dem Namen Zerschneider passiert? Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Dann bleib im Vertania-Wald. Dann wird's hier Bisasam geben. Dann wird's hier irgendwo Bisasam geben, gell? Bisasam hätte ich schon ganz gern. Oh mein Gott! Was ist da? Warum? Ich muss das schneller machen. Okay, dann schaue ich, dass ich hier ein bisschen Sand noch kriege. Das ist gut zu wissen. Hier noch ein blaues Taubsi. Oh, wait, never mind. Muss nicht zwingend hier bleiben, kannst woanders auch noch bekommen. Ist mir gerade eingefallen. Okay, also nicht nur hier. Wahrscheinlich woanders dann wahrscheinlich ist es hier am seltensten. Let's Go ist sehr stark an Gelb angenäht. Ich weiß gar nicht mehr, dass es in Vertania City in Vertania Wald ein Bisasam zum Fangen gibt. Habe ich nie gewusst, keine Ahnung. Oh, Stachelspore. Das ist gut. Was war Wachstum nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Der Körper wächst dadurch Steinangriff. Ah, weg damit.
Warte mal kurz. Ja, Level 10, Smetbo? Hm? Pog? Gab es nicht bisher. Okay, okay. Ein Schmetbo. Da die hochgiftige Staubschicht auf seinen Flügeln wasserabweisend ist, kann es auch bei Regen umherfliegen. Windstoß. Nochmal so ein riesiges irgendwas. Taubsi. Und scheiß gar nicht lange warten, einfach werfen. Schnell. Einfach schnell werfen. Ich glaube, das ist. Ja, gut. Einfach schnell. Tschüss. Achso. Hütter! Ich glaube, das ist es einfach. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Okay. Wegen diesem Skandal oder was? Die einfach auftauchen hier. Schon wieder ein, oh, ein Pikachu? Ein winziges sogar. So selten sind die gar nicht. Anscheinend. Ich dachte, die, diese riesigen und winzigen sind seltener. Mein einziges Ziel eigentlich Bisas Arm, aber der will irgendwie nicht auftauchen, ne? War weg von mir. Ist super selten. Was heißt super selten? So ein 0,1% oder was? Also Pikachu ist hier zum Beispiel überhaupt nicht selten. Nee, ich glaube, ich lasse es auch. Es ist irgendwie... Oh! Ein wildes Taubsi. Bekommst du anders auch noch? Ja, ja. Wahrscheinlich eh so wie in Gelb, oder? Gelb hat man ja die auch irgendwie geschenkt bekommen oder so. Du.
Ich meine, ich hätte es jetzt eh nicht. Ich glaube, Bisasam hätte ich jetzt eh nicht dem. Ich meine, jetzt hätte ich es schon in meinem Team drin gehabt, aber ich glaube, Bisasam hätte ich dann irgendwann mal ausgetauscht. Hier, die riesigen hole ich mir noch. Bisasam Spawnrate ist nicht mehr angegeben. Und vielleicht gibt's das auch gar nicht hier, ne? Vielleicht nur, weil die eine das da gemeint hat. Achso, du hast das auch schon mal dort gefangen, okay. Oh, ihr lauter Radfratz schon wieder. Aber wie die auch außerhalb rumlaufen. Das finde ich voll cool gemacht. Da brauchen wir wieder den Spaltschnitt. Oh, hier, ein winziges. Als ich Shiny Hunten war. Ah, okay. Holy shit. Das heißt. Oh mein Gott, das war nicht schon. Na ne, na ne. Diese Spiele sind das, was die Hauptteile mittlerweile sein sollten. Gibt Arten, wie du Spawnraten beeinflussen kannst. Wow. Boah, ich glaube, ich werde hier Rocco oder... Heißt er Rocco? Ja, gell? Ich glaube, den werde ich komplett stompen. Mein Pokémons. Ey, Diesel! Ah, du kannst sie gerufen! Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Tommy? Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg daran vorbei. Schau mal, Pikachu. Schau mal, Pikachu ist auch schon ganz heiß auf einen Arena-Kampf. Stimmt doch, oder, Pikachu? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. Jawohl, ich trinke. Im Englischen heißt er Brock. Brock Lesnar. Ich meine, ich bin dir Laune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf deinem Weg zur Pokémon-Liga. Also, viel Glück euch beiden. Ihr schafft das. Das ist nett von Diesel. Good guy Diesel. Topsy ist voller Energie. Ja. So, gehen wir erstmal ins Pokémon Center hier. Für die meisten Leute hier in Mamoria City ist das Training von Pokémon nur ein Hobby, so wie für die Käfersammler. Aber Arena-Leiter Rocco ist da ganz anders. The Brock. Bitte fit machen. AAA und jetzt wird nur noch B gespammt. Der Klassiker. Jetzt nur noch B spammen. Ich tausche Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu, deswegen macht es mir nichts aus, eins zu tauschen. Rocco kannst du sogar mit Pikachu schaffen. Ja, GG. Ich möchte unbedingt deinen Pikachu und tausche mein Pipi dafür.
Für schlappe 500 Geld kriegst du bei mir eine Tüte der knusprigsten Knabberei, die Kanto je gesehen hat, die Marmoria Cracker. So beliebt, dass ich täglich nur eine pro Nase verkaufen kann. Interesse am Knuspergenuss? Na, schade, dann eben beim nächsten Mal. Soll ich mir die kaufen, Roland? Oder ist das Abzocke? Klingt nach Abzocke. Was? Team Rocket ist auf dem Mondberg? Hm? Ich telefoniere gerade, stör mich nicht. Diese Cracker, die der da verkauft pro Tag, diese fünf, die um 500, ist das worth oder? Weil ich bin eh gerade ziemlich pleite, ich brauche eh bald wieder Pokebälle. Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City, ist ein Profi im Umgang mit Gesteins-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken der Typen Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Wechselwirkung zwischen den Typen gut einprägen, wenn du gegen einen Arenaleiter bestehen willst. Okay. Schau ich später vorbei. Ich merke mir den mal. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokebälle zu kaufen. Ja, das ist... Ich mache nichts anderes. Nidoran, sitz! Wer sich hinhockt. Das ist ja cool, wa? Wir haben unser Pokémon per Tausch erhalten und kommen nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar recht schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Okay, vor der nächsten Höhle macht dir jemand ein Angebot, welches du nicht abschlagen darfst. Okay, okay. X-Abwehr. Die Dinger habe ich immer verkauft. Diese ganzen X-Angriff, X-Abwehr, X, weiß ich nicht was, alles. Die habe ich immer verkauft. Ich weiß noch, ich habe das als Kind irgendwie nicht kapiert, was das ist. Beziehungsweise es hat mich nicht interessiert. Rau! Puh, puh, puh. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Lockparfum, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Aha. Sind in Rot-Blau für Glitchless Speedrun wichtig. Okay. Ja. Gut, ich schufte hier nämlich ganz schön. Die Arbeit will heute einfach kein Ende nehmen. Der sagt genau das gleiche, gell? Ja. Achso, nein. Hier sprühe Schutz um wilde Pokémon von meinem Blumenfenster. Die eine spricht Lockduft und der versprüht Schutz. Die ewige Balance, Yin und Yang. Oh, hier Kleinstein. Warst du schon im Museum? Nein. Oh, du solltest aber unbedingt mal hin. Hier hängt eine Mitteilung. Diebe haben wertvolle Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten. Polizei von Marmoria City. Ah ja. Eine Frage. Vielleicht kann ich mich noch daran erinnern, was du gerade sagst. Ist es das mit dem Fossil? Klein...
so schön kühl. Es ist echt ein Segen, dass man Moria City im Schatten eines Berges liegt. Hier ist es immer so angenehm frisch. Ja, das sagt er uns und wir sind in der Hitzewelle. Wie viel Grad haben wir denn? 29, das geht ja. Wenn das stimmt, was da drauf steht. Schauen wir mal kurz. Nein, das stimmt nicht ganz. Am Handy sagt er 30. Ah, jetzt sagt er. Okay. Ich glaube, die allerhöchste Hitze haben wir schon hinter uns heute. Es geht schon wieder runter. Gut. Schauen wir in den Supermarkt. War hier wieder ein paar Pokebälle. Ein zwielichtiger Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist total schwach. Und das, obwohl ich ganze 500 Geld dafür hingeblättert habe. Wahrscheinlich Carpador, oder? War das das? Trainiert man seine Pokémon einfach, können sogar schwache Pokémon für Überraschungen gut sein. Oder vielleicht das hier. Vielleicht meint auch Roland das hier. Carpador. Carpador, Carpador! So. Ja, wir können uns nicht viele kaufen. Die kosten ja einen Haufen. Aber 10 Bälle ist 1000. Uff. Ich habe nur noch 35. Ach du Scheiße, habe ich viele rausgeballert. Die Währung heißt Poké-Dollar. Hör auf, ich sage Geld dazu. 100 Geld. Poké-Dollar, Schmoke-Dollar, seine. Ha? Braves Taufsi, braves Taufsi. Smet! Mein Flatty findet immer tolle Sachen für mich, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Ja, mein Taufsi auch. So, hier waren wir schon. Haben wir schon alles erkundet. So, und jetzt kommen wir hier eigentlich jetzt zum Museum. Das ist die Arena, gell? Ja. Arena-Leiter Rocco, der steinharte Pokémon-Trainer. Aber ich muss sagen, es ist echt gut. Also mir gefällt es wirklich. Das Spiel ist echt cool. Sehr geil gemacht. Also das ist wirklich ein sehr gutes Remake, muss ich sagen. Wenn man das Remake nennen kann, darf. Auch wie es aufgebaut ist und so. Diese ganze 3D Welt und so. Mit Pikachu und dass da dein Pokémon dir hinterher fliegt. Das ist schon cool gemacht. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Mit wachsender Erfahrung erlernt Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit TMs beibringen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Gut, dann Wissenschaftsmuseum. Dann schauen wir mal da rein. Hallo, hallo, da will nicht mit mir reden. Ah, da kommt man wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Ja, da braucht man den Spaltschnitt.
Willkommen! Für Kinder beträgt der Eintritt 50 Geld. Möchtest du dir die Ausstellung ansehen? Okay. Wir haben zwar eh kein Geld, aber... Kabutops-Fossil. Das ist ein seltenes, urzeitliches Pokémon-Fossil. Hier sind verschiedene Fossilien aufgereiht, die am Mondberg gefunden wurden. Die Aerodactyl, gell? Das ist ein echtes, urzeitliches Pokémon. Halt! Fehlanzeige, es ist doch nur ein Replikat. Ich bin ja so dankbar, dass ich die Knochen einer solch majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. Aerodactyl-Fossil. Das ist ein seltenes, urzeitliches Pokémon-Fossil. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Meteorit vom Mondberg, es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Ja. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Dreidimensionales Hologramm. Es trägt den Namen Weltraumkarte. Ich hätte gerne einen Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa, bitte? Ja, ja, ein Pikachu, ich besorge dir eins, versprochen. Ein Pikachu wie deins wäre perfekt für meine Tochter, aber so gut wie ihr euch versteht, kannst du es unmöglich tauschen. Ja, das ist korrekt. Du lienst durch das Mikroskop. Was für schöne Kristalle. Meteoritenstücke. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weiter entfernte rote Planet an. Aha. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Ich glaube, das ist Steve hier. Raumfähre. Die Entstehung des Weltalls. Cool gemacht hier. Oh, das war's auch wieder. Das waren 50 Geld. Da 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 da. Also wirklich, Fleckmon, wieso musst du nur immer so störrisch sein? Oh, hallo, entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja. Es ist so, eigentlich hatte ich einen Besuch im Marmoria-Museum geplant. Aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Fleck. Fleck. Ich bewege mich nicht vom Fleck. Könntest du vielleicht hier bleiben und auf meinen Fleck mal aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert auch bestimmt nicht lange. Klar. Danke, das ist sehr freundlich von dir. Dann lasse ich euch beide mal ein Weilchen allein, ja? Okay. Fleckmann starrt ausdruckslos vor sich hin. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenzt. Jawohl. Danke, dass du so gut auf mein liebes Fleckmon aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Riesenperle. Du verschaust das Item im Beutel. Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Ja, okay. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen soll? Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf dem Mondberg gefallen sind. Aha. So, bevor ich zur Arena jetzt reingehe, ich will kurz schauen, ob hier der Weg versperrt ist. Oder ob ich da nicht schon, ob ich noch ein bisschen trainieren kann.
Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Komm mit. Ja, gut. An sowas kann ich mich auch noch erinnern, ja. Wenn du genug Mumm hast, dann versuch dich an Rocco. Okay. Mama. Howdy! Du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ja, ohne Scheiß. Die Musik wird man auch nie vergessen, ne? Da hat man einfach stundenlang gehört damals als Kind. Die wird mich ewig verfolgen. Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also pass auf. In der Arena von Memorial City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus. Und zwar Pflanzen- und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder vom Typ Wasser zeigen. Ja, hier hast du... Wunderprächtig! Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Memorial City versuchen. Immer hereinspaziert und lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ. Willkommen in der Arena von Memorial City. Du wirst hier Trainer begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Sowas ist ultra dumm. Was meinst du? Dass du ein Pokémon zeigen musst, welches stark gegen Roccos Pokémon sind, oder was? Picknickerin Jeanette. Dass du ihnen was vorzeigen musst, ja. Ja, es ist die erste Arena. Also wenn das weiter so geht, dann... Keine Ahnung. Ein bisschen... Ist Kampf gut gegen Gestein? Ich schau mal. Du hast das in allen, dass du irgendwas machen musst. Okay, das ist komisch. Du bist eindeutig zäher als alle meine bisherigen Gegner. 140 Geld. Man könnte die halt auch dodgen, aber das mache ich nicht. Das ist Geld und Erfahrung, was ich hier verliere. Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Ein Kind? Okay. Camper Georg. Ganz schön frech. Ganz schön frech, der Georg. Ey, der Doppelkick. Level 7er. Ja. Und adios, Georg. Ach, verflixt. Lichtjahre messen ja die Entfernung, nicht die Zeit. Was sagt er? Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Ja, das hier ist deine erste Arena. Man sieht es dir zwar nicht an, aber du hast jede Menge Mumm. Okay, da ist er. Rocco. Holy shit, die haben den echt gut gemacht, wie in der Serie auch, gell? Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arena-Leiter von Memorial City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Vor allem Kleinstein. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen.
Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt ihm vor keiner Herausforderung zurück, selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Oh, wie er schon dasteht. Level 11. Oha, er hat überlebt. Und dann hat er wahrscheinlich noch Onix. Jawohl, Kokun erreicht Level 10. Also damit entwickelt er sich ja auch, oder? Zu Bibo. Pokémon wechseln? Eventuell ja, Myrafla. Alles klar, Markus, mach's gut. Dir auch noch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss. Jetzt darf auch mal ein anderes Pokémon ran hier. Boah, wie riesig. Holy shit, wie cool das gemacht ist. Oh, das gefällt mir. Das ist echt cool gemacht. Mal Stachelspore gleich mal. Aua. So, jetzt fängst du erstmal nicht an, Freundchen. Wenn man jetzt mal gleich hier Absorber. Schau mal, wie viel das abzieht. Gewone-shotted! Okay, damit habe ich nicht gerechnet jetzt. What? What the fuck? Schlafpuder? Ja, das Schlafpuder. Schlafpuder ist auch gut. Schlafpuder habe ich aber eigentlich immer verwendet zum Pokémon fangen. Dann gebe ich Giftpuder weg, glaube ich. Ja, ich gebe Giftpuder. Ja, Mehlsäure auch. Ja. Wobei, Giftpuder ist auch ganz gut. Ich weiß nicht genau. Ja, komm. Yeah. Oh, das hat viel Erfahrung gegeben. Donnerwelle. Oh ja, Donnerwelle ist auch super. Statt Heuler. Offenbar habe ich dich unterschätzt. 1920 Geld. Oh, der hat viel Kohle. Und hier, Nano Kokuna entwickelt sich. Diddly-diddly-diddly. Es verfügt über insgesamt 3 Giftstachel, 2 an den Armen und 1 am Hinterleib, mit denen es seine Gegner wiederholt angreift.
Duo-Nadel. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsohren. Nice. Kopfnuss. TM01. Oh, das ist cool, dass man die beliebig oft einsetzen kann. Das ist nice. Aber oh, wir sollten noch mal speichern, gell? Ist schon lange nicht mehr jetzt. Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Manche bestreiten mit ihren Pokémon Kämpfe, andere möchten sie einfach nur aufziehen. Ich selbst bin ein Pokémon-Züchter, aber ich lege auch viel Wert auf Training. Wenn du stärker werden willst, solltest du auch anderen Arenen einen Besuch abstatten. Das machen wir, das machen wir. Oh, sagen die jetzt was? Du bist ganz gut, aber nicht so gut wie Rocco. Ah, da hast du nicht zugeschaut. Oder verdrängst es, lieber Camper Georg. Ganz wie ich es mir gedacht hatte. Du hast definitiv das Zeug dazu, Champ zu werden. Hey, hey du da. Du bist doch dieser Domi, oder? Ja, genau. Ha, ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Okay. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabasia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Superbälle von Blau. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokebälle. Aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumgekritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Der Blau. Ciao, Blau. Das haben sie auch ein bisschen verändert, gell? Das war früher nicht so. Oder? Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass das so war. So, ich soll zum Pokémon Center gehen, bevor ich da weiterlaufe. Wieder topfit, sehr schön. So, aber ich glaube, ich werde es fürs erste Mal lassen hier. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir weitermachen. Oder vielleicht ein bisschen später. Ich weiß nicht, noch nicht genau. Aber ich muss mir jetzt was zum Essen machen, weil ich habe echt Hunger. Deswegen machen wir hier erstmal einen Cut. Dup, 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 dup. Und ich glaube, das ist auch ein perfekter Zeitpunkt, um gerade. Wir haben jetzt den ersten Orden und jetzt geht's gleich zum Mondberg oder wie der heißt.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall beim nächsten Mal dann.